Ja, Tom, ihr habt heute jede Menge gepflanzt und jede Menge für den Naturschutz getan. Ich habe gehört, die Jusos planen auch spezifische Aktivitäten generell gegen die Klimaerwärmung. Was hat es denn damit auf sich? Genau, also wir sehen uns als Jusos da irgendwo auch als Generation der jungen Menschen und möchten da dann eben auch anknüpfen, das heißt Projekte mit Kindern und Jugendlichen wollen wir angehen. Wir machen aktuell Themenabende dazu, überlegen uns Ideen, was man machen kann, was hier auch vor Ort geht und eben nicht in Berlin oder Hannover stattfindet. Möchten uns da also noch weiter strukturieren, beschäftigen uns da viel mit, planen auf jeden Fall auch Austausche mit Betroffenen. Das ist halt wegen der Corona-Pandemie ein bisschen schwierig, aber da möchten wir auf jeden Fall angehen. Das heißt, wir machen ein Angebot, dass Leute eben mitmachen können. Das Ganze eher so als Jugendthema von uns aus angehen. Dafür sind wir eben auch die Jugendorganisation in unserer Partei. Und da haben wir, glaube ich, viele gute Ideen. Das gilt es jetzt noch ein bisschen zu verfeinern und dann haben wir da, glaube ich, eine ganze Menge vor. Fine, was glaubst du denn, was für spezifische Herausforderungen wird denn durch die Klimaerwärmung an unsere heutige Gesellschaft gestellt? Ja, also einige tatsächlich. Ich meine, vielleicht das letzte Jahr mit der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal hat uns nochmal ganz besonders gezeigt, wie schlimm sich der Klimawandel und auswirken kann. Hochwasser werden uns betreffen, Stürme werden schlimmer und wenn wir jetzt quasi nicht anfangen, ist es zu spät. Vielleicht ist es das auch schon, aber gerade wir jungen Menschen müssen uns das auch als Aufgabe machen, dass wir uns dafür einsetzen. Und das sind halt unsere Aufgaben für die Zukunft.